Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Wir sind hier vor einer wunderschönen Wasserwelt mit Ringen, die mal so zufällig über den Weg gelaufen ist. Die ist schon gescannt und können uns eigentlich ja, auf den Weg weitermachen. Wer sich wundert, was das für ungewohnte Uhrzeiten sind, momentan, wo ich aufnehme. Ja, ich liege leider quasi flach. Und das soll es jetzt gerade. Ich bin gerade nur am PC gestartet, ging gar nichts. Da war ich einfach nur bereit für Couch und Filmlove oder so und dann war Bett angesagt. Heute ist wieder ein bisschen besser, deshalb dann zumindest eine Folge aufnehmen, damit man da nicht in den Rückstand komme. Das wäre jo schlecht. Also, sofern es geht natürlich. Momentan geht's. Eine Folge ist drin. Gucken wir mal, was wir so finden. Ja, wir sind jetzt eigentlich auf dem Weg weiter in den, na, ich sag mal, nördlichen Bereich hier von der Norma Expanse. Richtung Norma Arm, glaube ich, ist der Sektor. Genau, wir haben noch diverse Sprünge vor uns. Diverse Bookmarks gesetzt, die man abfliegen wollen. Carrier ziehen wir nach. Also momentan sollte der ein bisschen vor uns sein. Vermute ich mal. Können wir eventuell nochmal das Schiff wechseln bald. Mal gucken. Aber sehr schmal hier. Grob durchwischen durch das System. Gasriesen nur. War so eine Art Höllenwild das da, oder? Oh, Moment, hat hier jemand oder will hier jemand eine Extrawurst oder wie? What the frick, Alter, wo ist denn überhaupt der Stern? Hier, ach so, okay. Dum-di-dum-di-dum. Okay. 1,7 G, 1,5, aber keine Atmosphäre. Na, da fliegen wir, denke ich, weiter. Ah, okay, man sieht jetzt schon schön, der Filter ist draußen. Also Sternfilter. Eventuell gucken wir uns mal Biosignale an, demnächst. Wäre so eine Idee. Können wir mal ganz grob diese Richtung. Hier sind nämlich ein paar Planeten direkt am Stern. Könnte man doch eventuell auch gerade mitnehmen, wenn wir eh schon auf dem Kurs sind. Genau. Eventuell jetzt erstmal die Gasriese abfrühstücke, aber nee, hier ist noch was zuerst. A, B ist das, okay. Ja, stimmt, da haben wir noch ein B-Sterngesinnungssystem, also zweiter.
Der Gasriese umkreist dann die. Ich glaube nicht, dass der Planet, den man hier schon auf den man gerade zufliegt, dass das ein Gasriese ist. Oha, hier ist einiges. Wow. Okay. Ziemlich viel Kleinkram. So, alles mal weg hier. Weg, weg. Husch. Ins Körbchen. Euch will niemand. Beziehungsweise jetzt nicht. Oh, mir noch was terraformierbar aus. Die Nummer 3. Oh, guck mal, sogar Atmosphäre. Aber keine Biosignale. Na gut. Oh, 38 Lichtsekunden entfernt, was terraformierbares. Das ist doch nicht schlecht. Ist auch direkt in der Nähe. Da würde ich sonst immer nicht kleinlich. Da holen wir dann auch noch. Und können wir gerade mal wahrscheinlich. Na, gut, wir gucken mal gerade, wie es auf der Karte ausschaut. Unser Carrier ist hier. Wir können auch noch ein bisschen weiter springen. Auch mal hier habe ich einiges markiert. Upsa, hier ist noch was. Wow, Herbigstein vergessen. Was? Wie kommt das? Moment. Das kann ja nicht Sinn, oder? Unglaublich. Moment. Wir müssen das erstmal scannen und dann. Das müssen wir korrigieren. Verdammt! Oder ich gucke sie erstmal, ob der überhaupt in die EDSM drin ist. Das ist wahrscheinlich das, was ich machen könnte, wenn der nämlich eine EDSM drin ist. Brauche ich sehr wahrscheinlich nicht zu dem Planeten zu fliehen. Zu dem System. So, aber zuerst sind wir mal auf der. Nur um 3er. 48 Lichtsekunde. Das ist okay. Und genau das kriegen wir, denke ich, hin. Nein, 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 falsche Taste. Also, das da irritiert mich. So, Zielnamen kopieren. Ich guck mal ganz schnell. EDSM. Ja, der ist schon drin. Aha, Frantic Franklin. Okay. Ist sehr schön. Sehr schön. Der Mitreisende hat sich schnell geschnappt. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Muss ich nicht hin. Gut, ich vorher geguckt an. Ja, alternativ, noch hat er die Daten nicht abgegeben. Nee, Quatsch, das machen wir nicht. Das wäre ja unfair. Dann schon genug Herbigs und wir waren noch viele Finne. Da kommt es für den Ende nicht an. Im Sonderschnitt, wenn das der Mitreisende ist. So, das ist dieser Terraformer. Okay, dann wäre man dem System fertig und jetzt.
nochmal kurz in Ruhe hier gucke. Und zwar, hier ist unser Carrier, hier ist Zielsystem. Ach, das warst du, du warst einfach nur so B-Stern, alles klar. Hier unten habe ich, wie ihr seht, einiges markiert, aber das ist ziemlich weit unten. In verschiedenen Stufen. Das sind rote Riese und Kohlenstoffsterne. Also meistens S-Sterne und so ein Kram. Und ja, komm, wir fliegen einfach auf die Route weiter. Das passt. An dem fliegen wir vorbei am Carrier. Eventuell. Ich könnte ihn eventuell schon mal hier hinschicken. Das könnte ich eventuell probieren. Vielleicht könnte er dann gerade an so einem Bookmark auf uns warten. Was ja auch nicht verkehrt wäre. Habe ich gerade darauf geachtet, wo man jetzt hinfliege. Das sieht man nach G aus, oder? G oder F? G? Das sind die K-Sterne sogar, okay. Sonst ist hier nichts. Na okay, nehmen wir uns halt ein paar B-Sterne mit. Ach Quatsch. Oh Gott. Ein paar M-Sterne. Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist moderat. Ja gut, Tank ist fast voll. Ist alles okay. Okay. Oh, der B-Stern ist auch einiges. 4060 und entfernt. 4700, gar nicht so viel. Und dann haben wir die ganze Dinger gescannt. Wunderbar. So, lass uns mal gucken. Nö, hier ist noch nicht mal irgendwas landbar. Egal. M-Sterne muss man auch mal angucken. Noch Silbersprünge. Finde mal noch einer, wo man irgendwas Biomäßiges abgreifen könne. Hier ist alle Variationen von Eis im System, noch Gasriese. Oh,
Ein Rekord. Auch nett. Gucken wir gleich mal genau. Elf. Wow. Okay, schon so viel gescannt. Außen hier 60 Objekte, alles klar. Noch ein einsamer Gasriese irgendwo. Also, wow. Als erstes haben wir hier einen Rekord. Und zwar. Wow. Das ist geil, das du. Also, das ist die kleinste Distanz vom Eintrittspunkt beim Gasriese Klasse 1. 100, ja, eigentlich sind es 184,8296 Lichtsekunden. Interessant. Wie groß sind die? Ja, ne? Und dann haben wir die Nummer. Genau. Wir hätten hier 7. Nee, stopp. Kann ich mir zählen. 7, 8 und 9. So, zuerst hat der 7er, der Rekord gerissen für die kleinste Temperatur beim felsiger Eisplanet mit minus 146 Kelvin Grad. Wären, ja, okay, sowas halt. Dann kam der 8er, der hat es nochmal gesenkt, den gleichen Rekord auf minus 252,13. Und dann kam die 9 und die hat es nochmal gedrückt auf minus 252,26. Dasselbe Rekord in einem System dreimal nach unten geschoben. Auch nicht schlecht. Süß. So, wir gucken einfach mal, wo haben wir hier. Geo, ne, da könnte man eventuell. Komm, warum eigentlich nicht? Ach, 2000. Beim M-Stern will ich mich verarschen. Nee, nee, dann eben nicht nur ein Signal, das ist ja, da ist die Folge rum, wenn wir da hinkommen. So nett, so nett. Die nicht kenne, keine Ahnung, 100 Lichtsekunden entfernt sind. Ja, allzu lang haben wir Anime. Das war eh nur Bakterien, insofern nicht so schlimm. Das ist aber geil. Tja, da war Planet Nummer 7 und 8 waren nur ganz kurzzeitig Rekordhalter. Gut, hier können wir direkt weiter. Oh je, oh je, oh je, nur M-Stern. Ach komm, egal. Oh, so als Screenshot haben wir aber auch noch nicht. Das ist irgendwie schlecht. Ach, zur Not nehme ich ein Bild von der Brückenwasserwelt. Da habe ich noch. Von ganz am Anfang. Das zählt auch. Ich glaube, wir haben hier aber was gefunden. Oh ja. Das ist doch schön. Da, oh ja. Also, wir gucken mal, ob wir hier schon was scannen können. Terraformierbar war das eben. 104 Lichtsekunden Abstand. Sehr schön. Ich glaube, wenn du so zwei Sterne am Himmel hast, willst du doch nicht terraformieren. Vor allem, wenn es M-Sterne sind. A, B, 4, 5 und 6 sind auch terraformierbar. 104 bis 133 Lichtsekunden Abstand. Ja, sehr nett.
Dieser Gasriese ist noch eine Extrawurst irgendwie. Was mag der für eine seltsame Umlaufbahn haben? So, okay. Interessant, interessant. So, wir haben, denn der ist terraformierbar. Ein Biosignal, das soll wahrscheinlich Bakterien sind. Ziemlich bakterielastig. Und dann ist noch, Moment. Nee, Moment. Nee, stopp. Wer ist terraformierbar? Das sind ja alles die AB. Nee, nett. Ach nee, der hat Schwefeldioxidatmosphäre. So war es. Genau hier. Ach, ich kann schon nicht mehr lesen. Der hat Schwefeldioxidatmosphäre. Terraformierbar ist der. 4, 5 und 6. So, genau. So wird der Schuh draus. So wird ein Schuh draus. AB ist hier. Guck mal, wie ich hier. B 5 und 6 2, 4 oh, okay, dann zuerst zum 4er und dann zu der anderen 2, aber das mache ich später. Jetzt haben wir hier sehr schon mal 2 M-Sterne, ist auch nur Sinn, sowas. Und genau, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.